Stefan, spontane, kurze Unrequested Consulting-Folge zum Thema Tod der Innenstadt ist heute. Ich habe ja heute gehört, dass Piken Kloppenburg hat aufgegeben oder Insolvenzantrag gestellt. Plus dazu habe ich jetzt auch noch einen Artikel in der Textilwirtschaft gesehen, dass Zalando die Gebührenstruktur so hart angezogen hat für die Connected Retail-Händler, dass es sich gar nicht mehr lohnt. Also die Händler, die aufgrund des Zalando-Volumens noch in der Stadt bleiben konnten, für die lohnt es sich nicht mehr über die Plattform zu schicken. Also der 3.3.2023, der bleibt uns auf jeden Fall im Gedächtnis. Und wir wollen mal kurz erklären, was das eigentlich bedeutet und wie das zu interpretieren ist. Fangen wir mal mit Piken Kloppenburg an. Ist nicht so gelaufen bisher, deswegen haben sie jetzt einen Insolvenzantrag gestellt. Ich habe jetzt die Gründe rausgelesen beim Manager-Magazin. Das Wetter war wieder nicht gut die letzten Monate. Die Leute, es war nicht kalt genug, dass die Leute das gekauft haben, oder nicht heiß genug, dass sie wieder was gekauft haben. Also es ist nie richtig gewesen, das Wetter. Konsumzurückhaltung, Inflation, Sperrung der Innenstädte, da kam alles zusammen und das war ja eigentlich unsere Hoffnung noch für die Innenstadt, als wir die letzte Begehung gemacht haben, um das neue Bräuniger Stadtviertel zu begutachten. So, jetzt erzähl mal, woran lag es denn? Auch wenn es bisher nur ein Insolvenzantrag ist, die Läden bleiben ja weiter offen. Das ist natürlich eine lange Reise unter der Überschrift stationäre Zielfixierung. Ne? So würde das wahrscheinlich der Wahrnehmungspsychologe nennen. Man hat im Grunde über Jahrzehnte verpasst, sich nicht am Format festzuklammern, sondern mit den Kunden zu gehen, die alle sukzessive stärker ins Online-Medium gewechselt sind. Und dann hat man so 10 Jahre Digitalisierung verschlafen und hat ja noch vor wenigen Monaten hochinvestiv eine eigene Plattform entwickelt, also auch eine Eigenentwicklung, und ist damit gefühlt eine Dekade nach Zalando sozusagen in diesen Wettbewerb eingestiegen. Und das ist zu spät, zu wenig, zu schlecht. Das reicht nicht. Ne? Wer zu spät zur Party kommt, das habe ich im Handelsblatt im November dazu gesagt, der muss halt besser tanzen können. So, und wenn ich so spät komme und alles im Grunde, was die anderen machen, auch tue, aber schlechter, dann ist das Online-Thema an mir vorbeigerauscht. Und offline sind die Probleme nicht geringer geworden. Corona, klar, nochmal eine Amplifizierung des Wahnsinns. Aber die Trajektorie Richtung Süden hatten wir vorher auch schon. Der Umsatz hat sich halbiert in der Corona-Zeit, aber er kommt da jetzt nicht zurück, weil die Leute nicht mehr in die Läden rennen. Kein neues Phänomen im Übrigen. Ich habe mir das immer vereinfacht erklärt damit, dass Piken Kloppenburg ja nicht unter einer Piken Kloppenburg-Domain aufgetreten ist, sondern durch diesen Streit Nord-Süd haben sie ja zwei Domains gehabt. VanGraaf.com für den Nordteil, hat glaube ich noch nie jemand besucht, die Seite, niemand, den ich kenne zumindest. Und Fashion ID, ursprünglich mal gestartet, glaube ich, in Wien für Piken Kloppenburg Süd, weil man sich nicht einig geworden ist, aber das ist eine zentrale Domain. Das heißt, man musste sehr aufwendig eine neue Marke schaffen, plus die Fashion-ID, ich weiß gar nicht, wie alt das schon ist, aber das ist doch deutlich älter als 10 Jahre, meine ich. Ja, also die haben ja schon recht früh angefangen. Damit ist eigentlich nie so richtig ins Laufen gekommen. Und da sagst du, die haben jetzt gerade eine neue Plattform nochmal gelauncht unter Fashion-ID, um dort mal richtig funktional anzugreifen. Ja, die URL ist sogar mittlerweile über Piken Kloppenburg erreichbar. Fashion ID wurde zu Grabe getragen. Also man hat jetzt eine Piken Kloppenburg URL, teilt sich trotzdem im Grunde das Ganze, den ganzen Traffic so ein Stück weit mit den Konkurrenten aus der eigenen Familie aus dem Norden. Style Bob ist übrigens noch ein Luxus-Shop, der dazugehört. Den hat man jetzt auch vor wenigen Tagen. Heute, glaube ich, hat man das announced. Hat man auch integriert auf Piken Kloppenburg. Aber klar, aus Konsumentensicht... aus Konsumentensicht völliger Wahnsinn, URLs, Domains, alles all over the place. Und zusätzlich natürlich die große Frage, was ist die Proposition? Das ist ja im Grunde ein Sammelsurium an Mainstream-Marken. Wenn man wohlwollend draufschaut, gehobene Mittelklasse, aber natürlich nichts, was es nirgendwo anders nicht mit größerer Auswahl zu besseren Preisen gäbe. Und da setzt ja das Problem an. Okay, was heißt das? Ich wollte eigentlich mit meiner McNeil Basecap hier auftreten, aber ich habe es leider verpasst, sie zu kaufen. Aber ich glaube, die wird jetzt wertvoller. Es wird so ein bisschen so wissen wie das Air Berlin Herzchen. Das wurde dann auch zu relativ hohen Preisen bei eBay gehandelt. So wird es mit der McNeil Basecap demnächst sein. Aber was heißt denn das für die Marken? Also da sind ja dann so Standardmarken, die sich im Wesentlichen im Wholesale wohlgefühlt haben, die gesagt haben, für mich übernimmt Piken Kloppenburg einen großen Teil der physischen Distribution und online macht das so ein bisschen Zalando. Was heißt denn das für diese mittelgroßen Marken? Ich meine, so ein Hilfiger würde mir da jetzt irgendwie einfallen, zum Beispiel. Das wäre so eine Marke, die ich jetzt klassischerweise bei Piken Kloppenburg erwartet habe. Ja. Was, haben die jetzt also ein Problem? Haben die, ist,
Ja, nee, also klar, da fallen jetzt, ich sag mal, bestenfalls 2 Milliarden Euro Umsatz. Die fallen ja nicht weg, aber die sind zunächst mal sozusagen, stehen die hier auf dem Spiel. 2 Milliarden schaffen sie dieses Jahr nicht, da kommen sie 2019 her, sind um 50% eingebrochen letztes Jahr und offensichtlich dieses Jahr nicht auf dieser Flugbahn, um das wieder zu schaffen. Das heißt, dieser Umsatz irgendwas zwischen 1,5 und 2 Milliarden, der würde worst case, wenn die aus dem Markt austreten würden, was sie ja jetzt noch nicht tun, der würde wegfallen, das wird nicht passieren. Was jetzt akut passiert ist, dass die Lieferanten, wenn sie Pech haben und je nach Versicherungslage ein Stück weit auf ihren Forderungen sitzen bleiben, wollen wir keinem hoffen, aber das ist natürlich das Risiko. Und jetzt ist die Frage, was passiert nach vorne? Und da hört man ja schon heute, wird ja schon der, oder ein Mitglied der Geschäftsführung wird ja schon zitiert, sinngemäß mit den Worten, wir haben überinvestiert ins Online-Geschäft, was schon ironisch klingt, ja. Und es geht darum, dass wir den Kunden wieder in die Stores bekommen. So, wenn das sozusagen jetzt so ein Teaser ist, in welche Richtung man jetzt das Ding versucht zu retten, zu drehen, sprich Fokus aufs analoge Geschäft, dann kann ich nur sagen, buckle up, dann wird das natürlich nochmal ein lustiger Flug jetzt, ne? Aber das ist ja so ein bisschen die gleiche Story bei Galeria. Ich verlinke nochmal einen Artikel, aus dem du da zitierst, aus der Wirtschaftswoche. Es gab auch Manager-Magazin, das ist super zusammengetragen. Das ist ja bei Galeria genau die gleiche Story gewesen. Die hatten ja auch erst, sozusagen vor der ersten Insolvenz, groß in Online investiert, dann gesagt, bringt gar nichts, wir müssen uns auf die Läden konzentrieren, haben dann noch ein bisschen Staatskredite bekommen und ja, sind jetzt ja in der Abwicklung begriffen. Das ist ja eins zu eins die gleiche Geschichte, nur nochmal 4 Jahre im Versatz. Ja, und du siehst es, es wurde ja eben schon auf LinkedIn und so weiter aus unserem Netzwerk schon geteilt. Du siehst ja sowohl in der Innensicht, Citrix, SEO-Daten, du siehst, dass die überhaupt keine Sichtbarkeit, das heißt, ihre technischen Hausaufgaben über Jahrzehnte nicht im Griff hatten. Und du siehst auf der anderen Seite Google Trends in Sachen Relevanz, Konsumentenrelevanz, dass die gegen Zalando im Grunde seit 10 Jahren komplett abgeraucht sind, gar nicht stattfinden in der Wahrnehmung sozusagen der Konsumenten. Und das sind die beiden großen Probleme, ne? Irrelevanz und technische Inkompetenz, zumindest in Teilen. Und das wird sich jetzt nicht lösen lassen, indem man sozusagen sich auf sein altes Kerngeschäft fokussiert. Und damit hast du recht, ist das Worst Case in Galeria 2.0, ne? Und kann das bedeuten, dass andere stationäre Händler, die jetzt noch in der Innenstadt sind, und viele können sich erinnern an unser kleines Video, was wir vor 3 Wochen aufgenommen haben in Hamburg, da haben wir die neue Bräuninger Baustelle besucht, die soll ja Ende 23, glaube ich, war das Eröffnungsdatum, wenn ich es Herbst, richtig ja. Ja. im Kopf habe, könnte davon ein Bräuninger profitieren, weil die haben ja noch entsprechend, die haben ja noch, denen geht's gut finanziell, die wachsen, investieren natürlich auch. Wenn ich jetzt ein Kunde wäre, auch in Hamburg, auch wenn jetzt Pieken-Kloppenburg Hamburg davon nicht betroffen ist und das irgendwie so gehört hätte, Pieken-Kloppenburg geht's nicht so gut, würde ich da jetzt irgendwie für 500 € einkaufen, in dem Wissen, na, ob ich da nochmal umtauschen kann in 3 Wochen, dann gehe ich lieber direkt zu Bräuninger, oder stelle ich mir das zu einfach vor? Als erstes wird P&C selbst profitieren, weil die Leute jetzt schauen, ob es Rabatte gibt. Das wird das erste sein, was passiert ist. Gibt es jetzt das Sale? Okay. Das zweite wird sein, dass die Kunden im Zweifel, wenn würde der Spieler aus dem Markt austreten, und ich wünsche das keinem, und da sind Lieferanten und Angestellte dran, ich möchte nicht falsch verstanden wissen, ne? Werden. Aber würde so ein Spieler aus dem Markt austreten, suchen sich diese Kunden neue Anbieter. Da glaube ich, ist ein Bräuninger von der Positionierung deutlich drüber. Die werden auch ein paar mitnehmen, aber das sind wahrscheinlich eher die mainstreamigeren Player wie ein Otto und wahrscheinlich auch ein Zalando, ne? Die auch an der Stelle der Markenpyramide auch eine Menge an viel mehr Angebot sogar ja haben als ein P&C. Also da werden sich einige freuen. Aber selbst ein Engelhorn wird sich freuen, ne? Die Zielgruppe ist, glaube ich, durchaus basisdemokratisch im mittleren Preissegment. Ob Zalando Börsenkurs heute schon 5% im Ja. Plus. Ich glaube, About You auch irgendwie 2-3%. Das kann ja durchaus mit der Meldung zusammenhängen. Erschließt sich mir schon, oder? Sozusagen Ja. diese Logik Ja. ist schon gerechtfertigt. Absolut, wobei nochmal, ne, man muss natürlich schauen, wie viel Umsatz würde. A, ist der nicht weg, nochmal, die sind nicht weg vom Fenster, das ist ein ganz anderes Verfahren, in dem die jetzt sind. Ja, die versuchen sich zu restrukturieren. Selbst wenn der ganze Umsatz weg wäre, wir sprechen von 1,5 Milliarden, klar ist auch Umsatz, der würde sich auf x neue Player verteilen. Da ist jetzt natürlich der Börsenkurs, die Reaktion eher psychologischer Natur. Aber natürlich profitiert jeder, der Mainstream, ich sag mal, oberes Mittelfeld an Marken anbietet, der profitiert natürlich, wenn so ein Spieler hier ins Wanken gerät, klar. Okay, das ist natürlich jetzt für das aktuelle Management oder was jetzt auch neu reingekommen ist, jetzt keine leichte Aufgabe. Jetzt ist natürlich das Statement von dem, wie heißt der, Freude, der Thomas neue Freude, Sie, ja. von Thomas Freude, ja,
Hanebüchen ist hier, glaube ich, noch der positive Begriff, der mir irgendwie einfällt, aber ich kann es verstehen, wenn sie damit irgendwie kein Geld verdienen. Wenn du jetzt der an Thomas Stelle säst, was wäre jetzt deine Radikalmaßnahme? Alles ist möglich, keine Denkverbote. Ich würde ja eher schauen, dass ich das Brick-and-Mortar-Blei aus dem Rucksack bekomme. Also ich würde ja eher genau in die andere Richtung mich bewegen und sagen, wie will ich flexibler. Die Kostenstruktur in der Retail-G&V, haben wir schon mehrfach diskutiert, ist einfach problematisch. Hohe Fixkosten, damit reagierst du schlecht auf schwankende oder sinkende Nachfrage. Das sehen wir gerade. Also da müsste man ja raus aus der Falle. Das wäre jetzt übrigens ein guter Move, um diese Mietverträge loszuwerden, wenn es nicht alles die eigenen Immobilien gar sind, ne? Aber im Grunde davon müsste man sich befreien. Nur die große Frage, wie wird daraus jetzt eine Proposition gegen Zalando oder ja in Abgrenzung zu About You, das ist damit noch lange nicht beantwortet. Und Mainstream-Marken in geringerem Umfang anzubieten, wie alle anderen das im Netz schon machen, das würde ich sagen, ist keine überzeugende Proposition. Ja, vielleicht kommt jetzt auch nochmal die große Zeit von McNeil. Schauen wir uns auf jeden Fall in einer der nächsten Folgen nochmal genauer an. Vielen Dank für die schnelle Einschätzung, Stefan. Ich würde sagen, das Sackgassenende scheint erreicht. Sehr gerne. Ciao.